Und danach habe ich ein paar Punkte notiert, die man wahrscheinlich, wenn ich die ausführen würde, viel länger mehr Zeit in Anspruch nehmen würden, als wir haben. Deshalb versuche ich, die Punkte hier so schnell und effektiv zu erklären wie möglich, und versuche dennoch, das so verständlich zu vermitteln. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Wir lesen aus der Bhagavad Gita, wie es ist. Den Vers chantet ihr nicht, oder? Keine Tafel oder sowas, oder? No problem. Vers Nummer 2. Gyanam dehang savigyanam idang. Ich weiß nicht, wenn ihr machen wollt, aber ich glaube, ihr seid die Einzigen, die ein Buch haben. Nö, ist okay, ganz spontan. Ne? Na, wie ihr wollt, wenn ihr das machen wollt und irgendwie könnt. Aber ich weiß nicht, ob die Mehrheit das kann. Na ja, ja oder nein? Ja. Wer kann, der kann, wer nicht, der nicht. Männer, die kein Buch haben, wir haben einen Computer hier drin, sind bekannt dafür, das intelligente Geschlecht zu sein. Das werden wir mal testen. Gyanam dehang savigyanam. Gyanam dehang savigyanam. Idang vakshyami asheshatah. Idang vakshyami asheshatah. Yachkyatvane abhuyon yach. Yachkyatvane abhuyon yach. Yatavyam avashishyate. Yatavyam avashishyate. Gyanam dehang savigyanam. Gyanam dehang savigyanam. Idang vakshyami asheshatah. Idam vakshyami asheshatah. Yachkyatvane abhuyon yach. Yachkyatvane abhuyon yach. Yatavyam avashishyate. Yatavyam avashishyate. Gyanam dehang savigyanam. Idam vakshyam yasheshatah. Yachkyatvane abhuyon yach. Yatavyam avashishyate. Matachis. Gyanam dehang savigyanam. Idam vakshyami asheshatah. Yachkyatvane abhuyon yach. Yatavyam avashishyate. Gyanam. Gyanam. Phänomenales Wissen. Te. Dir. Aham. Ich. Sa. Mit. Ja, Vijnanam. Vijnanam. Numinoses Wissen. Numinoses Wissen. Idam. Idam. Dieses. Dieses. Vakshyami. Vakshyami. Werde erklären. Werde erklären. Asheshataha. Asheshataha. Vollständig. Vollständig. Yat. Yat. Welches. Welches. Yatva. Yatva. Kennend. Kennend. Na. Na. Nicht. Nicht. Iha. Ja. In dieser Welt. In dieser Welt. Bujaha. Bujaha. Weiter. Weiter. Anyat. Anyat. Irgendetwas mehr. Irgendetwas mehr. Gyatavyam. Gyatavyam. Zu erkennen. Zu erkennen. Avashishyate. Avashishyate. Bleibt. Bleibt. Übersetzung und Erläuterung von His Divine Grace Esi Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. Ich werde dir nun dieses phänomenale und numinose Wissen in seiner ganzen Fülle erklären. Und wenn du es verstanden hast, wird es für dich nichts mehr zu erkennen geben. Erläuterung. Vollständiges Wissen umfasst Wissen über die phänomenale Welt, die spirituelle Natur hinter ihr und den Ursprung von beidem. Vollständiges Wissen bedeutet daher transzendentales Wissen. Der Herr möchte das oben erwähnte System des Wissens Arjuna erklären, weil dieser sein vertrauter Geweihter und Freund ist. Der Herr hat dies bereits zu Beginn des vierten Kapitels erklärt und hier bestätigt er es erneut. Nur ein Gottgeweihter in der Schülernachfolge, der direkt vom Herrn ausgeht, kann vollkommenes Wissen erlangen. Deshalb sollte man so intelligent sein, nach der Quelle allen Wissens zu suchen.
die die Ursache aller Ursachen und das einzige Meditationsobjekt bei allen Yoga-Vorgängen ist. Wenn man die Ursache aller Ursachen kennt, kennt man alles, was es zu erkennen gibt. Und nichts bleibt unerkannt. In den Veden, Mundaka Upanishad 1.3, heißt es, Kasmin Bhagavo Vigyate Sarvam Idang Vigyatam Bhavati. Om Ajnana Timirandasya Gnanjana Shalakaya Chakshur Unmilitam Nina Tasmai Shri Gurave Namaha Mukham Karoti Vachalam Pangung Langayate Gerim Yat Kripatam Hangvande Shri Gurun Dinataranam Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Nina Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svabhadantikam Chai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadatha Shri Vasari Gora Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jnanam tehangsa vijnanam idang vakshyami asheshataha yachkyatva neha bhuyun yachkyatavam avashishyate. Ich werde dir nun dieses phänomenale und numinose Wissen in seiner ganzen Fülle erklären, und wenn du es verstanden hast, wird es für dich nichts mehr zu erkennen geben. Dieser Vers handelt von Wissen, numinosem und phänomenalen Wissen. Und manche von euch kennen vielleicht diesen Vers und man stolpert über diese Worte, phänomenal und numinos. Und was heißt das eigentlich? Prabhupada übersetzt Jnana und Vijnana. Jnana als numinos, phänomenal, und Vijnana als numinos. Und mehr oder weniger heißt das spirituell und materiell, materiell und spirituell. Und wie kommt man dazu? Phänomenal bezieht sich auf Phänomene. Phänomen heißt Erscheinungen, also Dinge, die wir mit unseren Sinnen wahrnehmen können. Und bezieht sich primär auf die materielle Welt, die man mit Sinnen wahrnimmt, die physische Welt. Und numinos ist ein Wort, das bezieht sich auf das Göttliche oder Spirituelle und wird in der Philosophie auch, kommt vor dem Hauptwort Numen, das Göttliche, Numen. Und das kommt von einem Wort, das heißt Nicken. Und wieso Nicken, fragt man sich. Weil es der göttliche Wille sozusagen, das drückt den göttlichen Willen aus, die göttliche Ordnung, die alles durchdringt und alles beherrscht. Also weniger Gott selbst, sondern mehr seinen Willen und seine Schöpfungskraft, die sich durch alles offenbaren kann. So numinos bezieht sich auf spirituelles Wissen. So was Krishna ja sagt, ich erkläre dir materielles und spirituelles Wissen, und wenn du das verstanden hast, yatva, verstanden hast, wird es für dich nichts mehr zu erkennen geben. So wer will das nicht? Wer will nicht Wissen haben, das über allem steht? Und dann gibt es nichts mehr zu erkennen, beziehungsweise man weiß alles. In einem anderen Vers in der Bhagavad Gita sagt Krishna zu Arjuna, wenn du das gehört hast, gibt es nichts mehr für dich zu hören. Das ist sozusagen der Punkt der Veden, Vedanta, Vedanta, das Ende allen Wissens. Wenn wir das wissen, dann gibt es nichts mehr, was interessant und relevant ist in dieser Welt. Man hat höchstes absolutes Wissen. Und was ist höchstes absolutes Wissen? Bezieht sich natürlich auf Krishna selbst. Wie Srila Prabhupada hier zitiert, im Mundaka Upanishad, Kasmin Bhagavo Vigyate Sarvamidang Vigyatam Bhavati. Das heißt, wenn man ihn kennt, Bhagavan kennt, dann kennt man alles. Ja? Ein Devoti, der Krishna kennt, kennt alles. So, das sind sehr weise Menschen. So, in dem Zusammenhang wollte ich ein paar Punkte erwähnen. Ich hoffe, es ist nicht zu theoretisch, aber dennoch interessant, speziell für wissenschaftlich und philosophisch geneigte Gottgeweihte. Aber am Schluss wird es dann auch ein bisschen devotional und es geht ein bisschen um Krishna Lila. Also zu Beginn möchte ich, Englisch geht bei allen kurz? Nicht wirklich. Ein Zitat von Srila Prabhupada, die sind meistens in englischer Sprache. Ist gut, wenn man ein bisschen Englisch hört. Bisschen üben, ne? Ja. Prabhupada, that is God. Some of you are saying, there is no God. Some of you are saying, God is dead. And some of you are saying, God is impersonal or void. These are all nonsense. I want to teach all these nonsense that there is God. That is my mission. Any nonsense can come to me. I shall prove that there is God. That is my Krishna consciousness movement. It is a challenge to the atheistic people. There is God. As we are sitting here face to face, you can see God face to face. If you are sincere and if you are serious, that is possible. Unfortunately, we are trying to forget God. Therefore, we are embracing so many miseries of life. So I'm simply preaching that you have Krishna consciousness and be happy. Don't be swayed away by these nonsense waves of Maya or illusion. That is my request. So Prabhupada sagt hier, das ist seine Mission, allen Menschen Krishna-Bewusstsein zu geben. Und er sagt, sie können ruhig zu mir kommen. Ich kann beweisen, dass es Gott gibt.
keine schlechte Aussage. Und er widmet hier einen Angriff seiner Worte auf Atheisten, Ungläubige, die sagen, Gott ist unpersönlich oder void, heißt leer, nicht existent, inexistent, Atheismus. Und interessanterweise ist das eine der Hauptmissionen der Hare Krishna Bewegung. Natürlich ist es Prasadam und Kirtan, und, ja, aber eine der Hauptmissionen ist es, Atheismus zu besiegen. Seid euch dessen bewusst. Ja, dass wir eigentlich in einer revolutionären Bewegung tätig sind. Wir sind nicht ein, so wie so ein Kleintierzüchterverein oder sowas. Ne? Wo man hingeht und so ein bisschen plauscht und so, oh, wie geht's dir, wie geht's mir, schön, gut, und ich gehe wieder heim. Nein, wir sind eine revolutionäre Bewegung und wollen Revolution nicht mit Fäusten oder Molotow-Cocktails oder bunte Revolutionen oder wir sind nicht Regenbogenrevolution oder was immer an Revolution gerade passiert in der Welt. Man meint es gut oder schlecht, niemand weiß wirklich, was los ist. Unsere Revolution ist eine Revolution des Bewusstseins. Krishna-Bewusstsein. Wir wollen das Bewusstsein der Menschen wandeln. Denn wenn die Menschen anders denken und sich identifizieren als Diener von Krishna, als Seele, dann wird automatisch alles gut. Davon geht alles aus. Ja, man kann nicht rausgehen und immer die Banken anschuldigen und die Regierungen und die anderen, ja, sondern wir müssen bei uns selbst anfangen. Und das ist die Revolution, von der Srila Prabhupada hier spricht. Und ein Hauptpunkt dieser Revolution ist zu etablieren, dass es Gott gibt, dass es Krishna gibt. Weil die meisten wissen das nicht oder glauben das nicht. Und warum? Weil unsere Erziehungssysteme sehr atheistisch dominiert sind. Und das im Namen der Wissenschaft, was eine große Täuschung ist. Weil Prabhupada sagt, was ist das für Wissenschaft? Was heißt Wissenschaft? Etwas, das Wissen schafft. Ja? Aber die Wissenschaftler selbst sprechen nicht mehr davon, dass sie Wissen schaffen. Weil sie wissen, wir sind schon so oft ins Fettnäpfchen getreten und mussten immer wieder revidieren und immer korrigieren und anderes präsentieren, immer wieder sagen, oh, wir haben es doch nicht gewusst, aber jetzt wissen wir es vielleicht eher. So, sie sprechen auch nicht mehr von Wissenschaft, sondern einfach nur von Theorien, die möglicherweise wahr sind. Das ist das Höchste, was die Wissenschaft produzieren kann. Theorien, die möglicherweise wahrscheinlich wahr sind, und wir warten nur so lange, bis jemand was Besseres präsentiert. Das heißt Falsifizierung. Solange es nicht falsifiziert ist, präsentiert wird als falsch, akzeptieren wir es als möglicherweise echt. Aber nicht wahr. Von Wahrheit und Objektivität wird nicht gesprochen. Das ist ein Kavaliersdelikt, wenn man das sagen würde. Ich habe es entdeckt, das stimmt. So banal oder wie sagt man, so widersprüchlich sind die schon. Aber trotzdem sagen sie Wissenschaftler. Und Prabhupada sagt, and we shall believe this. So, und wie kann das sein? Ja, wie kann das sein? Und was sagen sie? Sie sagen, weil wir, ich meine, dass die meisten von uns wissen das, weil wir die Welt erforschen, mit unseren Teleskopen ins Universum gucken, mit unseren Mikroskopen in die kleinsten Realitäten gucken, weil wir mit unseren psychologischen Studien die Köpfe gucken, können wir schlussfolgern, dass es keinen Gott gibt. Das ist sozusagen die zwangsläufige Schlussfolgerung von Wissenschaft. Was an sich auch nicht stimmt. Ja? Wissenschaft ist dafür da, die Welt zu studieren, aber die Interpretation ist Sache der Philosophie. Und zu sagen, es gibt keinen Gott, ist eine Interpretation der erforschbaren Daten oder Erkenntnisse. Das ist einfach eine Interpretation. Man kann es aber auch theistisch interpretieren und es gibt genauso theistische Wissenschaftler. Ja? So Atheismus ist keine Schlussfolgerung von Wissenschaft, sondern einfach nur eine Interpretation. Und zu gucken, ob die echt oder nicht ist, das ist die Aufgabe der Philosophen und letztendlich der Theologen. So, das hat Srila Prabhupada gesagt. Wir müssen Wissenschaft oder herausfordern, speziell atheistische Wissenschaft. Und an einem gewissen Punkt hat Srila Prabhupada, ich werde jetzt nicht alle Zitate vorlesen in englischer Sprache, er hat sogar eine Gruppe geformt, Ende der 70er Jahre, also schon eher am Ende seines Wirkens, von Gottgeweihten, die speziell wissenschaftlichen Hintergrund hatten und gesagt, ihr seid speziell dafür zuständig, auf der ganzen Welt zu predigen, an die Akademien, Universitäten zu gehen und zu zeigen, dass es Gott wirklich gibt. Und er hat gesagt, alle Devotees, alle Gottgeweihte, die akademischen Hintergrund haben, sollen da zusammenarbeiten. Und Prabhupada hat gesagt, das ist unsere wichtigste Mission. Interessant. Prabhupada hat gesagt, klar, viele andere Dinge waren auch das Wichtigste. Und Prabhupada versteht, ja, perfekt, perfekter und perfektesten, das ist unser spirituelles Verständnis. Ja.
Es kann etwas perfekt sein, perfekter am perfektesten. Aber das war definitiv eine Sache, die Prabhupada sehr, sehr ernst genommen hat, weil Millionen von Menschen in die Irre geführt werden. Weil was ist die Schlussfolgerung von Atheismus? Sinnenbefriedigung. Und Sinnenbefriedigung ist animalistisch. Und animalistisch heißt, im nächsten Leben wirst du ein Tier. Und die wertvolle menschliche Lebensform ist verschwendet. Wir wissen das. Ihr fragt jetzt, warum erzählt uns der das? Wir wollen über Krishna hören, wir wollen die spirituelle Welt, wir wollen Bhakti. Was interessieren uns die Tiere? Ja, vielleicht uns interessiert das nicht. Aber die Leute da draußen haben ein Riesenproblem, weil die im nächsten Leben Tiere werden. Also sie handeln wie Tiere und im nächsten Leben Tiere werden. Und es ist unsere Verantwortung, das zu beenden. Prabhupada hat uns eine große Mission hinterlassen, die Sankirtan-Bewegung. Und jeder, der ein bisschen Krishna-Bewusstsein hat, ist aufgerufen, das weiterzugeben. Jeder auf seine Art und Weise. Das ist auch eine Herausforderung dann an uns. Das ist nicht leicht. Wer schon mal Bücher verteilt hat oder auf Harinam gegangen ist oder irgendwie einem Bekannten oder Verwandten was erzählt hat über Krishna, wird sehen, die sind nicht so, oh ja, ich will mehr wissen und danke, erzähl es mir, ich höre zu. Die sind alle, was, glaube ich nicht, kann nicht sein, habe ich was anderes gehört. Nein, nein, nein. Ein Buch, gibst du mir ein Buch, nimm ein Buch mit. Nein, will ich nicht, geh weg. Harinam, Hare Krishna, schau die schon, oh nein, Ohren zu. Ne? Schon mal gesehen auf Harinam, wenn die vorbeigehen und so machen? Noch nie erlebt. Absichtlich so, ne? Augen auf. Augen auf. Nee, nein. Kein heiliger Name. So, das ist eine sehr schwierige Mission. Die Vision ist es, die Welt zu retten. Yada hi dharmasya klanir bhavati bharat abhyutanama dharmasya tadatmanam srichamiham. Krishna sagt, ich war noch immer und ich werde immer dann erscheinen, wenn Irreligiosität überhand nimmt, ja, und Dharma vernichtet wird. Zu dem Zeitpunkt erscheine ich. Und Srila Prabhupada hat gesagt, die Sankirtan-Bewegung, die Hare Krishna-Bewegung, ist ein Avatar, eine Inkarnation von Krishna. Und wann kommt Krishna? Um wieder Rechtschaffenheit, um Dharma zu etablieren. Dharmena hieß Dharmam tu sakshat bhagavat pranitam. Dharma, Religiosität, geht von Krishna aus. Geht nicht von den Menschen aus. Das wollte ich an einem anderen Punkt dann noch erwähnen. Ich weiß nicht, ob ich so sehr ins Detail gehen will. Ein anderer Punkt. Wer ist der Acharya der Atheisten? Wer ist unser größter Feind? Der mit dem Bart. Der mit dem Bart, ja? Wie heißt der? Der diese Theorie erfunden hat. Ja. Engels macht so. Ha? Machst du Engels? Nein. Also die kommen auch noch dran, ja? Wer? Darwin, richtig, richtig. Das ist der Feind. Er ist nicht der Feind, seine Theorie ist der Feind. Ja? Weil seine Theorie versucht zu erklären, dass wir vom Affen abstammen. Versucht zu erklären, dass nicht nur wir vom Affen abstammen, sondern dass wir zufällig entstanden sind. Dass wir entstanden sind aufgrund von zufälligen Aneinanderreihungen von physikalischen Elementen, die einfach zusammengefallen sind, weil es ihnen langweilig war oder so. Und auf einmal, jetzt sind wir hier. Wir machen das immer so, wir machen Fragen am Schluss. Dann bin ich total offen für jede Diskussion und alles. So, und das ist natürlich, im ersten Moment klingt das ein bisschen lächerlich, aber wenn man ins Detail geht und denen mal zuhört, dann fängt man an, naja, ihr meint das ernst? Und ja, wir sind vollkommen überzeugt und erklären das mit so vielen Argumenten. Und da muss man ansetzen. So viele Leute glauben das. Wir kommen vom Affen, wir stammen vom Affen ab. Ja? Was total hirnrissig ist. Ja, die Theorie geht so, am Anfang, ich meine, wenn man ganz von Anfang an, wollt ihr von ganz von Anfang an hören? Ja. Ja, ganz von Anfang? Am Anfang war mal gar nichts. Und dann, beziehungsweise, wir dürfen nicht sagen, es war gar nichts. Wir wissen ja nicht, was war vor dem Anfang. Was wir wissen, also ich bin jetzt ein Wissenschaftler, ja. Also was wir wissen ist, das haben wir jetzt vor kurzem erkannt, jetzt sind wir uns fast sicher, dass es stimmt. Vorher waren wir uns noch nicht so sicher, jetzt sind wir uns fast sicher, dass vor 13,7 Milliarden Jahren aus einer Singularität, das heißt aus einem fast unendlich kleinen Punkt, da war alles drinne, alles gekommen ist. Vor 13,7 Milliarden. Das ist expandiert, das nennen wir den Big Bang.
Big Bang. Big Bang, Big Bang. Richtig, so. Das heißt Singularität. Singular, also in einem. Da war alles drin. Und dann ist aus dem alles gekommen. Der Raum hat sich ausgedehnt. Die Materie ist entstanden. Der Big Bang. Und dann aufgrund, und das ist ja mal interessant, dann kannst du den Wissenschaftler fragen, woher kommen die Elemente? Weil am Anfang hast du vielleicht ein bisschen Helium und ein paar andere Elemente, aber wenn wir jetzt die Periodentabelle angucken, der Chemiker, die ist ja total ausgeht, da sind ja so viele, wo kommen die auf einmal her? Und die sind ja voll abgestimmt und sehr fein. Da muss man das mal erklären, wissenschaftlich, ne? Wo kommt das her? Darauf wollen wir nicht eingehen. Das ist alles mal gekommen. Und dann haben sich Planeten verdichtet, Materie sich verdichtet durch die Abkühlung, weil am Anfang war es sehr heiß, weil es schnell ging. Und dann dachten sie, es wird langsamer. Eigentlich haben sie jetzt erkannt, es geht immer noch schnell weiter, aber egal. Dann hat es abgekühlt und dann hast du die Planeten. Es schweben die Planeten im Raum. Sie sind da. Und dann auf einem Planeten, dann haben wir die Erde. Sonne ist auch irgendwie gekommen. Dann haben wir die Sonne und die Sonne strahlt ihr Licht auf die Erde und auf der Erde haben wir dann auch, hat sich entwickelt Wasser. Das hat sich auch entwickelt. Wir wissen nicht wie genau, aber es ist auf einmal hergekommen, H2O. Dann hat sich O und H verbunden und hast du Wasser. Plus ein paar andere Elemente. Und dann hast du nur dieses, und das nennen wir, da haben wir einen ganz wissenschaftlichen Namen dafür, haben wir ja erforscht, das nennen wir die Ursuppe. Nicht lachen, das ist Wissenschaft, da muss man ernst sein. Ja. Das nennen sie wirklich Ursuppe, no joke. Schon mal gehört, ne? Ursuppe. Kann man schlürfen. Besser nicht. So, jedenfalls Ursuppe. Und dann, was ist passiert? Dann hat die Sonne, und das ging ja Milliarden Jahre, Millionen Jahre, war die Ursuppe einfach da und da ist nichts passiert. Du hast ja noch kein Leben. Du hast ja kein Lebewesen. Du hast ja nichts. Du hast ja nur die Ursuppe, ein bisschen Licht und Raum und das schwirrt alles so rum. So. Und scheinbar schon in Planetenbewegungen. Ja, die Sonne scheint sich schon so zentrisch herumzubewegen oder andersrum. Kann man sehen, wie man mag. Jedenfalls Sonne strahlt und dann auf einmal ein ganz günstiger Moment durch die Wärme und das Wasser, da war ein spezielles Klima. Und aus diesem Klima ist was Wunderbares passiert, haben sich kleinste Teilchen zusammengefunden und eine Aminosäure gebildet. Und das ist der Punkt, das können wir wissenschaftlich beweisen, das hat Stanley Miller, ich glaube in den 60er Jahren, hat das gemacht. Er hat diese ganzen Rohre zusammen und die Flüssigkeiten, er hat das Klima wie zu Beginn geschaffen und dann elektrische Impulse rein und siehe da, in der Suppe hatte auf einmal ein Aminosäureteilchen. Heureka! Weil Aminosäure, das wissen die meisten von euch, Aminosäure sind die kleinsten Bausteine, aus denen die Proteine bestehen und Proteine ist unser Körper. Ja, unser Körper funktioniert aufgrund der Proteine. So, und jetzt hat er gesehen, hey, wir haben Aminosäure, das ist der kleinste Baustein von uns, von Leben. Das heißt, aus toter Materie kann Leben entstehen. Und das ist sozusagen der Präzedenzfall der Wissenschaft, um zu beweisen, dass es stimmt, dass aus toter Materie Leben entsteht. Nur aufgrund von einer Aminosäure. Sie wissen nicht, oder Sie wissen schon, es gibt hunderte verschiedene Aminosäuren und die zusammen, man muss sich vorstellen, ein Protein, das vielleicht benötigt wird für ein Haar oder für Haut oder für Blut oder was auch immer, ist eine lange, 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 lange Anfolge, Aneinanderreihung von Aminosäurenteilchen. Wie wenn du viele Lego-Steinchen zusammensteckst, ganz viele. Und die sind eine lange Reihe und die werden dann gefalten. Haben eine spezielle Form, das ist dann ein Protein. Und das muss natürlich eine ganz passende Struktur haben, um dann entweder Haut zu sein oder Blut zu sein oder Haar zu sein. Das sieht man, das ist ja alles was anderes. Wenn du ein Haar anguckst und jetzt mal einen Fingernagel anguckst oder dann ein Hautstückchen hernimmst, das ist ja ganz anders, richtig? Aufgrund der Proteine, das sind die verschiedenen Bausteine. So grundsätzlich, es mag sein, dass man aus dieser Ursuppe ein Aminosäurechen herstellen kann, aber das beweist bei weitem noch nicht ein Protein, ganz zu schweigen einen Komplex eines Menschen oder eines Lebewesens an sich. Und dafür gibt es keine Beweise. Und das ist ganz interessant. Hat jemand von euch schon mal gehört, Anthony Flew, das ist einer der größten Atheisten. Der ist gestorben, ich glaube 2007. Das war einer der größten Atheisten. Er hat so viele Bücher geschrieben über Atheismus, war ein Philosoph. Und der ist Anfang der 2000
aufgrund der wissenschaftlichen, und jetzt meine ich wirklich wissenschaftlich, das heißt nicht Interpretationen, sondern was man erkannt hat unter den Mikroskopen und so, weil die technischen Möglichkeiten sind ja fortgeschrittener. Als Darwin diese Theorien aufgestellt hat, dachte er, man verstand, der Körper besteht aus Zellen. Ne? Wir bestehen aus Zellen und wir verstehen, es gibt Zellteilung. Und aus einer Zelle kommt eine andere Zelle und so baut sich der Körper auf im Embryo. Und wenn du dich reinschneidest, wenn du schneidest, das wächst wieder zusammen. Ja? So, und der Darwin dachte, eine Zelle, das sind ja wie die Steine des Körpers, das ist wie so ein Blob, könnte man sagen. Ne? Und aus einem Blob kommt vielleicht ein anderer so raus und dann baut sich der Körper auf. Durch den wissenschaftlichen Fortschritt haben wir bessere Mikroskope und haben da mal reingeguckt, was ist denn so ein Blob eigentlich? Und die Wissenschaftler haben gesagt, Wahnsinn, was ist denn da los? In einer eine Zelle ist komplexer als New York City. Wenn du New York City von oben anguckst, mit den U-Bahnen und den Autos und den Hochhäusern und Menschen, die rumlaufen, so ungefähr, sowas passiert ungefähr in einer unserer Zelle und wir haben Milliarden Zellen. Du hast die Zelle, du hast den Zellkern und in der Zelle drinne hast du, was ist drinne in der Zelle? Die DNA, genau. Genau. Und die DNA, das ist die Information, wie unser Körper funktioniert. Alle Informationen über unseren Körper, welche Augenfarbe wir haben und wie wir aussehen und was für Blut und was auch immer, die Info ist da drin. So, was so erstaunlich an, also an dem Punkt wollte ich eigentlich gar nicht so lange ins Detail gehen, jetzt habe ich mich auch ganz schön aufgehalten. Aber es ist nur ganz, ganz erstaunlich, was man dann erkannt hat. Ganz kurz nur. Angenommen, wir schneiden uns. Ja, da hast du eine offene Wunde, Blut kommt raus. Die Zellen in der Umgebung dieses Schnitts registrieren das sofort. Und verstehen, ups, wir haben ein Problem. Das muss zu. Beziehungsweise, bevor es zugeht, haben wir die Blutgerinnung. Sonst würden wir, die Bluter haben das Problem, das gerinnt nicht und verbluten fast. Ne? So, es muss gerinnen. Das heißt, das Blut muss dicker werden. Dann wird eine Information gegeben in der Zelle, wir brauchen Blutverdickung. Und das ist ein chemischer Prozess. Dann gibt es eine kleine, und die nennen das auch Maschine. Das ist eine kleine Maschine in unserer Zelle drin. Ne? Die fährt die in diesem Plasma, in dieser Flüssigkeit der Zelle, schwirrt die rum und die hat auch einen Motor, so eine Geisel nennt man das, also wie so ein kleiner Rotor, kennst du, ne? Und das dreht sich ganz schnell und das fährt dann, diese Maschine fährt in den Zellkern zur DNA und geht zu der, die DNA ist eine lange Anfolge von Informationen aufgrund der T und Gs und H, As und Cs und da steht, an einem gewissen Punkt steht, so muss Blut verdickt werden. Ja, da steht da, wie das funktioniert, beziehungsweise welche Proteine du brauchst. So, diese Maschine, die fährt zu der Stelle, die guckt, ah, hier ist die Information. Ja, das ist ja noch nicht etwas Physisches, das ist rein Information. Öffnet an dem Punkt die DNA, wird entfaltet, fährt an die Stelle, wo da die Info steht, wo steht, so machst du das Blut dick, kopiert diese Stelle. Nimmt einfach, die ist wie eine Kopie, wenn du einen Kopierer nimmst, ein Blatt, und dann hast du die Original, das Original und die Kopie. Kopiert diese Stelle, fährt mit der Information, wie das funktioniert, raus aus dem Zellkern zu einer anderen Maschine, das nennt sich Ribosom, und dort gibt es die Information weiter und dann kommen die passenden Aminosäuren, eins nach dem anderen, in einer langen Kette, dann bringt dieses Protein, diese lange Aminosäurenkette, in eine andere Maschine, wo die gefalten werden zu dem fertigen Teilchen, das man benötigt, um das Blut zu verdicken. Das fährt dann dorthin, Blut wird verdickt und du kannst nicht mehr bluten. Und das war jetzt nur ganz, ganz simpel, wie das wirklich funktioniert. So, als die Wissenschaftler das gesehen haben, haben sie gesagt, wie geht denn das? Ich meine, man muss ja verstehen, wir verstehen, das ist Krishna. Wir sagen, ja, ist Krishna, kein Problem, der kann doch alles. Was ist das Problem? Ist cool, wie er das macht, oder? Aber der Wissenschaftler denkt, wo kommt das her? Weil das ist ja alles zufällig zusammengefallen. Ja, wie kann das entstanden sein durch Zufall? Das ist ja viel zu krass. Und nicht nur die Abläufe sind so krass, was noch interessanter ist, wo kommt die Information her? Das ist genau so funktioniert. Ja, wo kommt die Info her, die sich in der DNA da drin befindet? Wer hat die Info da reingemacht? Zufällig. Einfach so. Und was war erstes, die Info oder wie es funktioniert, der Prozess? So, jedenfalls dieser Wissenschaftler, Anthony Flew, ein großer Artist, er hat das gesehen und dann hat gesagt, das kann nicht sein. Und er hat gesagt, wherever the evidence leads, das ist, glaube ich, von Sokrates das, die Aussage, wherever the evidence leads, wo auch immer der Beweis hinführt, der Schlussfolgerung müssen wir folgen. Das können wir nicht vom Tisch wischen und er wurde dann ein Theist.
an Christ halt. Ne? Aber anyway, hat dann an Gott geglaubt und hat sich im letzten Moment, kurz bevor er gestorben ist, vollkommen gewandelt, hat Bücher geschrieben über Gott und all das. Ne? Aufgrund dieser wissenschaftlichen Erkenntnisse. Und das ist mein Punkt. Wissenschaft ist an sich neutral, ob Sie sagen, Theismus oder Atheismus, einfach eine Interpretation der Daten. Nur mit diesem Fortschritt und den Erkenntnissen, wie das hier alles abläuft, diese ganze Materie, wird es sehr schwer, Atheismus zu begründen. Weil dann musst du erklären, ja, wie war es dann andersrum. So, das ist die Mission, die uns Prabhupada überliefert hat. Gesagt, ihr müsst das verstehen, wie es in dem Vers hier gesagt wird. Jnanam dehangsa vijnanam idang vakshyami asheshataha. Er sagt, du musst verstehen, numinoses und phänomenales Wissen. Dadurch wirst du frei, dich interessiert nichts weiter. Das heißt, phänomenales Wissen ist das, was wir gerade besprochen haben. Wissen über die Phänomene, über die materielle Welt. Wie funktioniert diese Welt? Das soll man zum Teil verstehen. Und speziell, wenn man mit Leuten interagiert, die sehr stark materiell sind. So, und deshalb hat Srila Prabhupada ein Gremium geschaffen, ein Bhaktas Bhaktivedanta Institut an Wissenschaftlern, die speziell diese Mission haben. Ja, den Atheismus und speziell Darwin, auf den wir nicht im Detail eingehen wollen, jetzt ist zu lang, das zu bekämpfen. So, was Gottgeweihte gemacht haben vor kurzem, vor ein paar Jahren, ist ein Buch rausgekommen von einem dänischen Devotee, das heißt Rethinking Darwin, leider nur auf Englisch. Hat das jemand gelesen oder gehört davon? Kennst du? Sehr empfehlenswert. Ist Englisch, aber sehr, sehr gut. Rethinking Darwin. Darwin zu überdenken. Und das hat ein Gottgeweihter gemacht, dieses Buch. Und sehr interessant. Über archäologische Dinge und Bewusstsein und Krishna-Bewusstsein. Ein anderer Gottgeweihter, der heißt Truttakarma, hat ein Buch geschrieben, das ist auch auf Englisch, Human Devolution. Sehr interessantes Buch. Weil Darwin sagt Evolution und wir sagen Devolution. Ja? Evolution heißt, vom Simplen entsteht das Komplexe und Devolution heißt, vom Komplexen entsteht das Simple. Ja? Es ist ja nicht so, dass wir als komplexe Wesen etwas Komplexeres schaffen können als wir selbst. Also bis jetzt ist das nicht so. Ja, und das, ja klar, Sie meinen jetzt Artificial Intelligence und wir kommen in die Richtung, aber es ist immer noch der Körper, der Mensch, der Geist, der Mensch an sich. Die Seele, das ist viel zu komplex, viel komplexer. Und das ist unsere Theologie. Das komplexeste Wesen ist Krishna. Und er schafft ein sehr komplexes Wesen, aber nicht komplexer, sehr, Brahma. Brahmas Körper ist aus Intelligenz. Er ist ein multidimensionales Wesen. Sein Körper ist gebaut aus Intelligenz. Und er schafft weniger komplexe Wesen, bis halt Menschen, Tiere und all das. Von oben nach unten, das heißt Devolution. Evolution würde heißen, vom Simplen entsteht das Komplexe. So, und er hat ein Buch geschrieben, das heißt Human Devolution und zeigt, wie wir, oder aus vedischer und auch wissenschaftlicher Sicht, dass es Indizien gibt, zu zeigen, dass wir einen anderen Ursprung haben als Materie. Prabhupads Slogan, ne? Life comes from life. Schon mal gehört, ne? Leben kommt von Leben. Und nicht Leben kommt von Materie. Aber das ist, was die Leute glauben. Leben kommt aus Materie. Und das nennt sich Tandula Vrishika Nyaya in Sanskrit. Tandula Vrishika Nyaya. Heißt die Philosophie des Skorpions und vom Reis. Ja, was hat das jetzt damit zu tun? Das heißt, du hast einen Haufen von Reis und ein Skorpion legt die Eier hinein und an einem gewissen Punkt kommen aus dem Reis die Skorpione raus. Und jemand, der nicht intelligent ist, meint, oh, die Skorpione sind aus dem Reis geboren. Ja? Man versteht nicht, dass das Leben von woanders kommt. In selber Weise, Leben kommt nicht aus der toten Materie, Leben hat einen spirituellen Hintergrund. Tandula Vrishika Nyaya. Prabhupada hat gesagt, Nature is not obliged to serve Mr. Darwin, the rascal. Nature is not obliged to serve Mr. Darwin, the rascal, den Schurken. Wie viel Zeit habe ich eigentlich noch? Ja? Wer ist der Meister der Zeit? Ja, Rigo ist der Meister der Zeit. Ja? Wie lange? Weiterreden. Geht noch ein bisschen. 10, 15 Minuten, okay. Ich hätte hier noch definitiv mehr. Also ich wollte dann... No. Ich will es nicht in unnötig in die Länge ziehen. Okay. Was sage ich jetzt? In welchem Punkt? Okay. Wenn wir versuchen wollen, Krishna zu verstehen, was ja der Sinn des Lebens ist, und Prabhupada erklärt hier in dieser Erläuterung den Punkt über Epistemologie, das heißt,
Woher können wir wissen? Das ist eine Frage. Wie kann man wissen? Was ist eine gute Wissensquelle? Und in Sanskrit verstehen wir, es gibt primär, nennen wir drei Arten, Wissen zu erlangen. Pratyaksha, Anumana und Shabda. Pratyaksha heißt, Prati heißt vor, Aksha heißt Augen, Iksh kommt von Sehen, Aksha. So was sich vor den Augen befindet, das heißt Sinnenwahrnehmung. Und man könnte sagen, das ist der wissenschaftliche, der empirische Prozess. Wir versuchen mit den Sinnen die Realität zu verstehen und daraus Wissen zu schaffen. Ein Schritt weiter, Anumana. Anu heißt folgen oder auch analysieren, Mana, Geist. Das heißt, mit dem Geist versucht man die Realität zu verstehen und das ist natürlich Philosophie. Und oftmals Wissenschaftler, man sagt harte Wissenschaftler, Physiker, Chemiker, Biologen, sind im Widerspruch mit den Philosophen, weil die meinen, ach, die sind zu abgehoben, die Philosophen. Ja, die können wir nicht Wissenschaftler nennen, obwohl es dennoch Geisteswissenschaften heißt. So mit Anumana, mit Philosophie versuchen wir Wissen zu erlangen. Wir haben so viele Philosophen, speziell hier in der westlichen Welt. Ja, von Sokrat, die Vorsokratiker, ja, Pythagoras und so, dann ab Sokrates, antiken Philosophen, bis in die Neuzeit und die großen Denker aus Deutschland, Immanuel Kant zum Beispiel, einer der größten Denker oder und so weiter. Jedenfalls versuchen die primär mit ihrem Geist und mit Logik und Analyse die Welt zu verstehen. Was gesagt wird ist, diese zwei Wege können nicht Gott erreichen. Wir können, jedoch sind sie nicht vollkommen nutzlos, weil wir Indizien sammeln können, die auf eine höhere Intelligenz schließen lassen. Ja, Wissenschaft, wie ich jetzt beschrieben habe, diese DNA-Sache und viele, viele andere dieser Dinge, zeigen einfach, dass die Möglichkeit besteht, dass es so etwas wie einen Gott gibt. Anumana, Philosophie auch, da gibt es verschiedene Argumente, die verschiedene Denker sich ausgedacht haben, die sehr interessant sind, auf die ich im Detail nicht eingehen kann. Könnt ihr mal googeln, kosmologisches Argument, teleologisches Argument, ontologisches Argument, Argument of Reason, so viele Argumente, wo man versucht, philosophisch und logisch zu erklären, da gibt es Gott und die sind sehr interessant. Das sind aber auch nur Indizien, die können nicht helfen, Gott zu erkennen. Und an dem Punkt sagt Krishna in der Bhagavad Gita, Vaktya mam abhijanati yavanyas chasmi tattvataha, tatomam tattvato vikyate, tatomam tattvato gyatam, vishade tatanantaram. Und er sagt, nur durch eine Sache kannst du mich erkennen, so wie ich bin, in Tattva. Tattva heißt Wahrheit oder echt oder direkt. Prabhupada sagt manchmal wissenschaftlich. Prabhupada sagt auch die Wissenschaft des Krishna-Bewusstseins. Das ist interessant. Prabhupada sagt, the science of Krishna consciousness. Warum? Weil das wirklich ist Wissenschaft. Momentan, alles, was wir jetzt an Informationen sammeln durch unsere Sinne, da können wir nicht sicher sein, ist es wahr oder ist es nicht wahr. Ja? Wir sammeln es ja nur durch unsere Sinne und wir können uns ja auch täuschen. Alles, was wir denken, kann ja auch falsch sein. Woher wissen wir, dass es wirklich so ist? Wissen wir eigentlich nicht. Das kann alles in Frage gestellt werden. So unzweifelhaftes Wissen oder direktes Wissen, Tattva, das heißt Tattva, das ist direkt zu erleben. Und nur eine Sache ist fähig oder nur ein Element, ein Instrument kann uns helfen, Krishna oder die Realität oder irgendetwas letztendlich in Wahrheit zu erkennen. Und das ist Bhakti. Na? Wir denken, Bhakti, Liebe, Krishna. Ja, klar, aber Bhakti ist weit mehr. Bhakti ist eine Wissenschaft. Bhakti ist ein Instrument. Prabhupada sagt, die Wissenschaft von Krishna-Bewusstsein. Und das ist Bhakti. Warum? Weil durch Bhakti unsere Sinne und unser Geist, unser Bewusstsein gereinigt werden, wodurch wir die Realität direkt wahrnehmen können, als was sie ist. Momentan tun wir das nicht, weil wir sind in Illusion. Das heißt Maya. Ja? Wir sind in Illusion. Wir wissen nicht, was los ist. Ja, und wir täuschen, wir sind ständig in Illusionen. Es gibt vier Mängel der bedingten Seele. Kennt ihr die vier Mängel der bedingten Seele? Wer kennt die? Ah? Was sag? Wir betrügen, genau. Wir sind Pramada und wir machen Fehler. Ja, diese vier Bedingungen der Seele, so wir machen Fehler, unsere Sinne sind nicht perfekt, wir betrügen ständig, also wir sind ständig dabei, die Realität zu verzerren. Automatisch, intuitiv, nicht bewusst, so intuitiv verzerren wir die Realität und können nicht erkennen, was Realität ist.
Aber durch diesen Prozess von Bhakti, wenn wir den richtig praktizieren, werden wir frei von Illusion. Das heißt, da wo Krishna ist, kann Maya nicht sein. So wie da wo Sonnenlicht ist, kann keine Dunkelheit sein. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass wir hingebungsvollen Dienst ernsthaft praktizieren als eine Wissenschaft, als einen spirituellen Prozess und nicht sentimental. Sondern wirklich als spirituellen Prozess. So, das ist eben die Sache, dass Krishna kann nur verstanden werden, wie er selbst sagt, durch Bhakti. Und an dem Punkt wollte ich eine kleine Geschichte erzählen, die ist uns bekannt, aber die ist sehr interessant, um das zu illustrieren. Wer ist das intelligenteste Lebewesen im Universum? Im Universum. Ha? Ja, Brahma. Brahma, genau. So, es heißt, dem sein Körper ist gebaut aus Intelligenz. Stell dir das mal vor. Der hat einen Körper aus Intelligenz. Und als Krishna Agasura getötet hat, ihr kennt die Geschichte, diese Riesenschlange und Krishna hat ihn umgebracht und so und die Kurtenjungen wieder gerettet. Der Agasura, der war nicht einfach nur eine Schlange. Das muss man mal verstehen. Agasura ist ein mächtiger, multidimensionaler Dämon. Und er hat alle Halbgötter terrorisiert. Und Krishna als kleiner Kuhhirtenjunge macht ihn einfach fertig. Und als das bekannt wurde im Universum und speziell Brahma gehört hat, weiß er, das kann doch nicht sein. Da kann ja nicht einfach so ein kleiner Junge den Agasura, mit dem wir ständig Trouble haben, einfach so platt machen. Ist das vielleicht Vishnu? Er sagt nicht Krishna, das ist vielleicht Vishnu. Ich muss das mal testen. Ja? Und nachdem Krishna den Agasura getötet hat, sagt er, okay, Jungs, kommt, lasst uns zum Ufer der Yamuna gehen. Und sie haben Frühstück genommen und Prasadien, waren alle happy und waren, oh, Krishna, hast du wieder toll gemacht und einen Dämon getötet, und finden wir super. Und alles war total Nektar. Und die Kuhhirtenjungen saßen alle im Kreis um Krishna und jeder guckt Krishna an und dachten alle, Krishna guckt ihn auch an. Das ist die spirituelle Welt, das ist liebevoller Austausch. So wie Prabhupada sagt, we can see Krishna face to face. Krishna face to face. Und an einem gewissen Punkt, auf einmal waren die Kühe weg. Beziehungsweise, die Kühe sind weggelaufen, die wollten irgendwo anders grasen. Und die Kuhhirtenjungen sagen, nein, die Kühe sind weg. Krishna sagt, kein Problem, bleibt sitzen, ich kümmere mich drum. Und das heißt, Krishna hat in seinen Händen noch ein bisschen Prasadam und Joghurt und so. Und sagt, bleibt sitzen, esst weiter, lasst euch nicht stören, ich mache das schon. Und geht und sagt, ich guck mal, wo sind die Kühe? Und geht los durch den Wald. Und diesen Moment hat Brahma genutzt. Und er stand so, jetzt muss ich mal testen, das kann doch nicht sein. Und hat die ganzen Kuhhirtenjungen gekidnappt. In einen mystischen Schlaf, wie sagt man, versetzt und mitgenommen. Und die Kühe auch. Und Krishna läuft rum und sagt, ja, wo sind denn die Kühe? Und dann kommt zurück, wo sind meine Freunde? Sind alle weg? Aber na klar, Krishna weiß, was los ist. Sagt, kein Problem. Und hat sich erweitert in all die Kuhhirtenjungen und in die Kühe. 1:1. Perfekte, wie sagt man, Kopie. Ja? Perfekt. Ohne... Genau das Gleiche, das heißt genau dieselbe Hautfarbe, die Haare und die Augen, Stimme. Ja? Stell dir das vor, ich kann mich erweitern, zack, in dich. Du gehst jetzt raus und jetzt komme ich, also ich bin wie, oder ich verwandle mich wie du und ich spreche so wie du und alles. Ne? Und Krishna hat das einfach, und die Kühe auch. Und das heißt, Krishna, der war dann nicht die Kuhhirtenjungen, der war dann nicht die Kühe, er war trotzdem Krishna, aber jetzt bin ich halt eines von den Kälbern. Ne? Tausende oder so, ne? Nicht, dass die Identität oder die Seele von ihm angenommen hat, nur die Form. Und für ein Jahr waren die Kuhhirtenjungen weg, weil Brahmas Moment, weil der lebt ja extremst lange. Ein Tag von Brahma sind, also 24 Stunden, sind 8,43 Milliarden Jahre. Ein Tag, 24 Stunden. So ein kurzer Moment von ihm, das ist gleich na, ganz lang, ne? Und an einem gewissen Punkt wurde mental und sagt, ja, aber wenn das wirklich Krishna, wenn das wirklich Vishnu ist, dann habe ich echt ein Problem. Was habe ich denn gemacht? Ich gehe schnell wieder zurück. Und das war ein Jahr. Und das heißt, er kommt zurück und er sieht, und Krishna war wieder mit seinem Kuhhirtenfreund, mit ihm selbst sozusagen, hat wieder gespielt und rumgelaufen, wie wenn nichts wäre. Und Brahma kommt hin und sieht das. Und der Punkt ist, das Lila heißt, wisst ihr, wie das Lila an sich heißt? In Sanskrit? Spiel. Ja, nee, ich meine, dieses Lila heißt mit Brahma. Das heißt Brahma Vimohana Lila. Brahma Vimohana. Vimohana, Moha heißt Illusion. Das ist Lila, wo Brahma in Illusion fiel. Und das ist jetzt der Punkt.
Brahma ist das intelligenteste Wesen im Universum. Und wenn du intelligent bist, was kann nicht sein, du fällst nicht in Illusion, du wirst nicht verwirrt. Weil du immer weißt, du kontrollierst sozusagen. Durch Wissen kannst du kontrollieren. Je weniger Wissen wir haben, desto leichter können wir verwirrt werden und ausgetrickst werden. Wie ich ein kleiner Junge war, da habe ich mal mit einer Karten gespielt, mit einem Mädchen, die war das Besuch bei uns. Und die war nicht so intelligent, ich war intelligenter. Und dann habe ich gespielt, okay, so, das Spiel funktioniert so und so, habe irgendwelche Regeln erfunden. Ich wollte einfach nur gewinnen. Und sie hat irgendeine Karte gespielt, gewonnen, gestochen, nehme ich die Karte. Und sie, wieso? Ja, weil diese Karte sticht diese Karte in dieser Situation. Und sie, okay. Und sagt, okay, Spiel. Spielt sie wieder eine Karte und ich so, wieder gewonnen. Sag, wieso? Du hast gesagt, nein, und unter dieser Regel. Und habe sie so abgezockt, einfach weil ich intelligenter war. Ha? So ähnlich ist es in unserem System auch, ne? Weil die Leute da oben und die Banker und die ganzen Leute intelligenter sind als die Masse, weil die Masse ist eine Herde, ja, werden die Leute ausgenutzt und abgezockt. Das ist immer so. Die Intelligenteren können die weniger Intelligenten ausnutzen, was auch nicht sein soll. Eigentlich soll der Mächtige den weniger Mächtigen dienen mit seiner Stärke, mit seiner Intelligenz und solchen Dingen. So jedenfalls, Brahma ist das intelligenteste Wesen im Universum, der kann nicht verwirrt werden. Der hat das noch nie erlebt. Es gibt, angenommen, ich bin so in einem Ring und mit 20 kleinen Kindern und wir ringen und so, wie soll mich da einer irgendwie fertig machen oder so, ne? Oder Hiranyakashipu hat auch gedacht, niemand kann mich fertig machen, ich bin der Mächtigste. Oder Ravana, dann hat er gesagt, kein Mensch kann mich, dann hat er gesagt, nur die Halbgötter können mich nicht töten, die Rishis können mich nicht töten. Der hat nicht an Menschen und Tiere gedacht. Für den ist das wie Insekten. Da brauche ich nicht mal die in den Vertrag reinmachen, dass die mich töten können. Und deshalb ist Krishna gekommen als Ram, als Mensch und hat mit Affen Ravana getötet. Menschen und Tieren. Mit Menschen und Tieren. Weil ich das dachte, ein Mensch kann mich doch nicht töten. Ravana ist viel zu mächtig. So, Brahma war in der Situation vollkommen in Moha. Vollkommen verwirrt. Weil der sieht diese Lebewesen und er sieht, dass die ganz genau dieselben sind. Das sind keine Duplikate oder so. Und er guckt auf die andere Seite, wo er die in den Schlaf gelegt hat. Er sagt, das sind dieselben. Warte mal, hier sind die und hier sind die. Und er war vollkommen verwirrt. Und er ist fast ohnmächtig geworden. Also er hat das Land nicht mehr gesehen, er hat gewankt sozusagen. Die Sinne sind ganz schwach geworden, er war vollkommen verwirrt. Und in dem Moment, Krishna sagt, okay, ich mach die Maya weg. Beziehungsweise, Krishna hat sozusagen in dem Moment noch eins draufgelegt. Er war schon voll verwirrt, oh, was ist hier los? Und Krishna sagt, okay, gucke mal. Und all diese Kühe und Kälber, Jungen, zeigen sich als vierhändige Vishnus. Mit vier Armen, mit Chakra, mit Gada, mit Konch und all diesen Elementen. Tausende von denen, die Knaben und die Kälber. Und nicht nur das, das heißt, die ganzen Halbgötter sind erschienen aus allen Universen und haben diese Vishnus verehrt. Svaha, 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 Gebete dargebracht. Und nicht nur das, die ganzen Elemente, personifizierten Elemente, die 24 Elemente der Schöpfung und Kala, Zeit und die 8 mystischen Kräfte. So, alle Macht hat sich offenbart vor Brahma, der einfach nur ganz, ganz klein wurde in dem Moment. Der kleine Kuhhirtenjunge, der Krishna mit dem Joghurt in der Hand und mit der Pfauenfeder und ne, den rabenschwarzen Haaren. Ja, auf einmal macht er so ein Riesending. Und Brahma ist einfach dann nur mehr als Dandavat. Mit vier Helmen, die Lotusfüße von Krishna berührt. Und ist aufgestanden. Hare Krishna, Dandavat. Das ist immer wieder, immer auf und wieder, auf und wieder, auf und wieder. Und Krishna gezeigt, okay. No problem. So, warum erzähle ich die Geschichte? Wissenschaft, Philosophie, das und das. Weil, sogar wenn du Brahma bist, sogar wenn du vier Köpfe hast und dein Körper ist aus Intelligenz, kannst du Krishna nicht verstehen. So in der Hinsicht, Wissenschaft, Philosophie, das geht nur so weit, aber letztendlich, um Krishna nicht zu verstehen, wir wollen nicht verstehen, wie ein Wissenschaftler Krishna unter das Mikroskop nimmt und so, und wir wollen Krishna zufriedenstellen und erreichen können wir nur durch Bhakti. Und Bhakti ist diese Hingabe zu Krishna. Und das beginnt mit dem Chanten der heiligen Namen. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Das ist schon ein Akt von Hingabe. Weil der Hare Krishna Mantra, das Sanskrit hat 8 Fälle. Und ein Fall ist der Vokativ. Vokal heißt rufen. Das ist der anrufende Fall. Und was man in dem Mantra macht, ob man es weiß oder nicht, man ruft nach Krishna. Ob man es weiß oder nicht, Hare, das ist die Vokativ von Hara. Hare ist Radharani. Und
Krishna, du rufst jedes Mal nach Krishna, Krishna, Krishna. Und je fortgeschrittener wir werden im Chanten des Mantras, desto mehr verstehen wir das, dass es wirklich so ist, wie Prabhupada sagt, dass sich Bhakti und dass sich der Ruf nach Krishna ausdrückt wie das Schreien eines kleinen Kindes nach der Mutter. Wenn wir das hinkriegen, dann sind wir schon fast am Erfolg. Dass wir verstehen, wir sind ganz klein und gefallen und in dieser komischen, materiellen Welt und vollkommen Illusion und getrennt von Krishna. Warum können wir ihn nicht sehen? Warum können wir ihn nicht lieben? Das wollen wir nicht. Ja? Der erste Schritt ist zu verstehen, wir sind in Maya. Und der zweite Schritt ist zu verstehen, das wollen wir nicht. So, wir denken, oh, ich bin devot, ist doch alles gut. Nee, wir sind vollkommen in Maya. Weil der normale Zustand ist, Krishna zu sehen. Und wenn das versteht, dann chant man Hare Krishna mit Intensität. Und man ruft nach Krishna. Und dann, Krishna kommt sehr schnell. Das heißt, wenn man einen Schritt zu Krishna macht, Krishna geht viele, viele Schritte zu uns. So, diese ganzen Sachen, Wissenschaft, Philosophie, die soll einen letztendlich nur dahin bringen, zu verstehen, oh, Krishna ist da und wir wollen nach ihm rufen. So, ob man durch diesen Prozess der Wissenschaft und Philosophie geht oder direkt einsteigt in den Prozess von Bhakti, ist eigentlich irrelevant. Aber dennoch, wir sollen zu dem Punkt kommen, uns Krishna hinzugeben. Dass wir nicht mehr in Illusion sein wollen. Verstehen, ich will nicht in Illusion sein. Ich will nicht glauben, ich bin ein Bioroboter, diese Maschine hier. Ich will Krishna. Und in der Hinsicht heißt es, Yoga ist eine Wissenschaft, weil sie schafft direktes Wissen. Und von allen Yogis, kennen diesen Vers? Yoginam Appi Sarvesham Matkadinantar Atmana Shadavan Bhajate Yomam Same Yuktata Momataha. Krishna sagt, von allen Yogis ist der mir am liebsten, der mir in Hingabe dient, der mir an mich glaubt, der mich verehrt. Und somit sind die Gottgewalt die größten Wissenschaftler. Die größten Wissenschaftler. Okay, danke für eure Aufmerksamkeit. Ich habe das jetzt hier schnell durchgemacht, komprimiert. Falls es irgendwelche Fragen gibt oder Anmerkungen. Ja, ganz am Anfang hast du Vijnana Yoga gesagt, ne? Ja, ja. Was bedeutet Vijnana? Also das siebte Kapitel der Bhagavad Gita heißt Vijnana Yoga. Transzendentales Wissen. Transzendentales Wissen. Genau. Also Prabhupada übersetzt als Transcendental Knowledge. Knowledge of, actually, wrong. He calls it the Knowledge of the Absolute. Yeah, this is the chapter 7. Right. But in Sanskrit, because every chapter has a name in Sanskrit, it's called Vijnana Yoga. And Vijnana can translate in many ways, but one is realized knowledge or transcendental knowledge. Mm-hmm. As compared to Gyan means knowledge or theoretical knowledge. And Vijnana is realized knowledge. Realized. Or scientific knowledge. Or numinous knowledge. Numinous knowledge. Transcendental. Yeah. Thank you. Ja, yeah. Ja, kann, also angewendetes Wissen ist auch Vijnana. Richtig, richtig, ja. Also wenn man nicht nur Wissen hat, gern, sondern es anwendet, dann genau. Ist es Vijnana. Und ich wollte jetzt ganz kurz, Prabhupada nennt das im 18. Kapitel in den Qualitäten eines Brahmanas, Jnana, Vijnana, Astikyam, sagt er, Weisheit. Das angewandtes Wissen ist Weisheit. Nur theoretisches Wissen ist okay, aber Weisheit ist angewandtes Wissen, ja, stimmt, danke. Okay, und ich wollte fragen, wurde schon vom Bani Hati Jibadeo erzählt? Nee. Weil heute ist ich weiß. Kannst du ganz kurz? Können wir ganz kurz? Das geht nicht kurz. Das ist so ein wichtiges Ereignis, aber man kann nur kurz sagen, dass Raghunath Das Goswami aufgefordert wurde von Nityananda, ein Festival zu zelebrieren, weil der war sehr reich. Raghunath Das Goswami hat eine sehr aristokratische Abstammung. Und als er Nityananda traf, ich glaube es war in Panihati sogar, hat er sich in Dandavat von Nityananda hingeworfen und Nityananda saß auf einem Asana, umgeben von seinen Geweihten. Und er sagt, ah, da ist dieser Schurke, dieser Dieb, Raghunath, komm. Ja? Und Raghunath Das Goswami kam zu Nityananda und hat sich vor einem Dandavat hingelegt und er hat seine Füße auf seinen Kopf gemacht. Eine sehr schöne Szene. Raghunath Das Goswami ist natürlich ein ganz wichtiger, er ist einer der sechs Goswamis von Vrindavan und er ist einer der, er ist der erste Mahant vom Radhakund. Das heißt, wenn man zum Radhakund geht, ist alles sehr dominiert von seiner Stimmung, seinen Lilas, auch sein Samadhi ist dort, direkt am Radhakund. Und er wurde beauftragt, dann eben dieses Joghurt und Reis und wie nennt sich das?
Flat rice cooked in, but one is, but there are two, no? One in yogurt and one in milk or something. He had two different. You can cook it in the turmeric. In Dahi. Ja, Dahi. Genau, und das hat, er war beauftragt, er soll diese Süßspeise eben machen aus Reis und Joghurt und total lecker. Und er hat irrsinnig viel Geld gehabt und das hat er gemacht und irrsinnig viel von diesem leckeren Prasadam gemacht. Und dann kam er und hat alle Leute gerufen und da sind alle gekommen. Das war auch am Ufer der, ich weiß nicht, was war das, Narmada? Oder noch? Kaveri? Welcher Fluss? Da war ein Fluss, die waren noch am Fluss. Sagen wir mal Ganga. Ja, okay. Und das war in der Ganga und da kamen tausende Leute und Brahmanas und alle und das waren schon so viele, die hatten keinen Platz mehr am Ufer und die standen noch in der Ganga und haben Prasadam genommen und das war ein sehr... Und an einem gewissen Punkt kam Nityananda war da, weil dabei, soweit ich weiß, aber Mahaprabhu kam in einer unsichtbaren Gestalt und hat dann auch, wurde gefüttert von Nityananda oder so, so ein Wunder mit dabei, ne? Ja, das ist heute. Sollte man heute, weiß nicht, vielleicht gibt es ja auch so. Das würde ein Wunder sein. Ja, Gonitar will auch erscheinen. Okay, Frage. Das ist mit Vigyana und Tattva, ist was vergleichen, oder? Ja, könnte man vergleichen. Ja. Tattva heißt, Prabhupada sagt halt Wahrheit. Ja. Wahrheit. Und Vigyan heißt eben realisiertes Wissen. Was natürlich ähnlich ist. Tattva heißt, könnte man sagen, das Seiende. Man könnte auch sagen, dass Entität, das Seiende. Ontologisch. Das, was existiert, was wahrlich existiert, substanziell existiert, ist Tattva. Und Wissenschaft kann das erkennen, wahre Wissenschaft. Nicht Wissenschaft durch die Sinne, sondern die Wissenschaft von Yoga. Nur die Wissenschaft von Yoga kann Tattva realisieren. Und deshalb sind wir die wirklichen Wissenschaftler. Kannst du mal sagen, da den Professoren sagen, ihr seid keine Wissenschaftler, ihr seid Betrüger. Weil ihr schafft nur Unwissenheit und Spekulation. Und ständig revidiert ihr eure Meinung. Vor ein paar Jahren waren es noch 6 Milliarden Jahre, wie alt das Universum ist. Und jetzt sind wir uns fast sicher, es ist 13,7 Milliarden Jahre. Das ändert sich ständig. Nur ein Gottgeweihter, ein Bhakta ist ein wahrer Wissenschaftler. Okay, ja. Ja, ich würde sagen, jeder hat seine Präferenzen und soll denen folgen. Und das ist die Schönheit von Krishna-Bewusstsein. Prabhupada sagt, dass jemand, der philosophisch ist, für den sind all die Bücher da, kann das alles studieren. Und für jemanden, der nicht so philosophisch ist, scheint es Hare Krishna in Prasadam. No problem. Prabhupada sagt nicht, dass der Sinn ist, wir sollen keine großen Gelehrten werden oder so. Wir sollen Bhakti für Krishna entwickeln. Und was auch immer hilft. Und das ist die Schönheit im Krishna-Bewusstsein, dass jeder das praktizieren kann, was ihm gefällt. Manche sind halt mehr Brainies, und da gibt es so viele Informationen. Manche sind auch Sänger, können sie für Krishna singen. Manche sind Pujaris, manche sind Sanghana-Devotees, manche sind Manager. So jeder findet seinen Kontakt zu Krishna auf seine Art. Das ist die Schönheit des Krishna-Bewusstseins. Ja, aber Verständnis, also man muss schon ein gewissen Ausmaß an Verständnis in der Philosophie haben, damit es nicht so... Ja, richtig. Klar, natürlich. Ja, wenn man Bhagavad Gita versteht, ist schon mal gut. Aber wie gesagt, muss nicht jeder erst alles wissen, aber klar, einen gewissen Standard von Wissen sollte schon jeder haben. Darum kann man nur sagen, jeder soll die Bücher lesen. Habt ihr alle Bhagavad Gita zu Hause? Wer hat keine Bhagavad Gita zu Hause? Na okay, das ist nicht, dann traut man sich nicht. Wer hat eine Bhagavad Gita zu Hause? Okay. Wer hat Srimad Bhagavatam im ersten Kanto zu Hause? Ah. Alles okay, nee, das geht. Eine elektronische Variante. Wer hat Nektar der Hingabe zu Hause? Okay. So, den haben wir hier. Könnt ihr nachher kaufen. Müsst ihr lesen, unbedingt diese Bücher. Das ist nicht, dass wir verkaufen wollen oder Geld machen wollen. Das ist die Segnung für die Menschheit. Prabhupads Bücher ist die wichtigste Mission.
Wir müssen diese Bücher lesen. Das ist faszinierend, was da alles drin steht. Chaitanya Charitamrita, Lehren Sri Chaitanyas, Nektar der Hingabe. Das ist eine hochwissenschaftliche, philosophische Bewegung. Okay.